Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die typischen Greenscreen-Effekte, wie zum Beispiel das Ausklingen des Hintergrundes, benutzen könnt, ohne dass ihr euch vorher einen Greenscreen gekauft habt. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr generell in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar und dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt mal mit dem Video. Und zwar funktioniert das Ganze über die neue Software Nvidia Broadcast. Wie der Name schon sagt, braucht man dafür auf jeden Fall eine Nvidia-Grafikkarte und es reichen auch nicht die normalen GTX-Grafikkarten. Sondern man braucht immer eine RTX-Grafikkarte, das heißt ab der RTX 2060 ist das Ganze möglich, da das Ganze eben halt über künstliche Intelligenz realisiert wird und das funktioniert ja nur über die neuen Tensor-Cores in den Raytracing, also in den RTX-Grafikkarten. Und wenn ihr das dann eben halt schon habt, ist es letztendlich komplett kostenlos. Ihr müsst dann nur noch einmal auf Jetzt herunterladen klicken, dann müsst ihr das Ganze klassisch natürlich einmal herunterladen und dann öffnet sich diese Software. Das Ganze nennt sich wie gesagt dann wieder Broadcast und in dieser Software hat man drei verschiedene Features. Einmal das Mikrofon-Feature, das Speaker-Feature und dann noch das Camera-Feature. Das Camera-Feature ist zurzeit noch in der Beta. Das Mikrofon- und Speaker-Feature hatten wir auch schon mal in einer anderen Software und zwar in Nvidia RTX Voice. Das war sozusagen der Vorgänger hiervon. Dementsprechend ist das Ganze auch mittlerweile nicht mehr in der Beta. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mal mit dem Mikrofon-Feature. Bei mir kann man jetzt wahrscheinlich eben halt nicht ganz so viel dadurch eben halt machen, da ich eben halt so schon kaum Hintergrundrauschen habe. Hauptsächlich ist aber Noise Removal echt praktisch, wenn beispielsweise Kinder hat, die im Hintergrund irgendwo spielen. Wenn man irgendwo im Nachbarhaus beispielsweise irgendwelche Bauarbeiten hat, dann wird das alles damit sehr, sehr gut ausgelöscht. Das lief zumindest schon in der letzten Version sehr gut. Man konnte selbst mit einem Hammer auf den Tisch schlagen und das wurde ausgelöscht. Man konnte Lüfter reinhalten und vor allen Dingen, wenn ihr eben mal einen zweiten Streaming-PC habt, kann man das natürlich immer benutzen. Da das eben halt auch die ganze Grafikkartenleistung verbraucht, ist das jetzt nicht so praktisch, um das direkt während des Spielens zu benutzen. Aber wenn beispielsweise ein Just Chatting Streamer ist, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, generell fürs Gaming braucht man die ganzen Feature jetzt so oder so nicht so extrem. Ich werde euch jetzt als erstes mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, um das Ganze hier einzurichten, muss man einfach sein Mikrofon auswählen. Bei mir wäre das beispielsweise jetzt das Aunamic CM900. Dann kann man hier unten zurzeit leider nur einen Effekt einstellen. Ich denke mal, dort werden in Zukunft auch noch mehr Effekte reinkommen. Das muss eben halt immer wirklich viel mit KI, muss die KI einfach trainiert werden, damit die Effekte natürlich auch funktionieren. Hier unten kann man dann einmal die Stärke davon einstellen. Funktioniert aber auf jeden Fall ganz gut, das kann ich euch sagen. Es geht eigentlich kaum Mikrofonqualität verloren. Dann gibt es als nächstes den Speaker-Part. Dort kann man auch wieder seinen Lautsprecher auswählen. Bei mir wäre das beispielsweise jetzt hier der Realtek Audio, der Speaker hier. Und da kann man eben halt dann Noise Removal Effekt drauf tun. Und dann kann man eben halt hier auch noch eine Stärke machen. Und so wird der Sound eben halt eurer Lautsprecher nochmal deutlich verbessert. Allerdings bringt das, glaube ich, eben halt wirklich nur etwas, wenn man irgendwelche Lautsprecher hat, die man eben halt nicht direkt auf den Kopf trägt oder wenn man eben mal eine wirklich sehr, sehr schlechte Lautsprecher hat, dann kann man das, glaube ich, auch sehr, sehr gut benutzen. Allerdings, was jetzt das Spannendste tatsächlich vom Ganzen ist, ist die Camera Beta. Wenn ich einmal hier meine Kamera ausstelle in OBS, dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze hier auch einzustellen. Zumindest wenn ich hier da nochmal raufklicke und dann kann ich jetzt eben halt hier einmal auf der linken Seite zum einen meine Kamera auswählen. Ich habe zurzeit nur eine Kamera, das ist die Logitech Streamcam. Dann kann ich hier auf der Seite meine Settings auswählen. Ich streame meistens in 1280x720p auf 60 FPS. Das ist eigentlich so meine Classic-Setting für meine Kamera. Und dann könnt ihr hier eben halt unterschiedliche Sachen machen. Beispielsweise könnt ihr einen Background-Blur hinzufügen. Wenn man das Ganze eben halt macht, hat man tatsächlich einen relativ geilen Effekt. Und ich muss sagen, das ist schon echt sehr, sehr geil gelungen und sieht auch echt nicht schlecht aus, könnte vielleicht sogar tatsächlich noch etwas schwächer sein, weil selbst so, wenn ich es auf geringsten Setting habe, dann ist er eben halt schon relativ schwach. Aber wenn ihr seht, wenn ich meine Hand jetzt selbst hier so hinhalte, dann sieht man auf jeden Fall, dass man kaum da irgendetwas zwischendurch erkennen kann, wo wirklich jetzt Blur auf meinen Händen beispielsweise ist oder wo im Hintergrund kein Blur ist. Das funktioniert auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ein Feature, was allerdings nochmal viel, viel besser ist, sind hier die anderen Features. Und zwar haben wir dort einmal das Background Replacement. Das heißt, dort kann man ein anderes Bild wählen, was dann eben halt im Hintergrund ersetzt wird. Trotzdem finde ich das Background Removal eigentlich immer viel, viel besser. Und zwar kann man dort einmal den Effekt anstellen. Bei mir ist es jetzt natürlich schwierig wegen dem Licht, kann ich allerdings mal ausschalten. Mit ausgeschaltetem Licht sieht man nämlich gar nichts mehr hier im Hintergrund und selbst wenn ich mich bewege so ganz normal, dann sieht man an manchen Stellen immer hier so an den ganzen Kanten so ein bisschen, dass dort Hintergrund wäre, aber es ist alles schon sehr, sehr gut und dafür, dass es eine Beta ist, die noch nicht so wirklich lange jetzt vorhanden ist, ist das auf jeden Fall schon alles ganz gut und man sieht auf jeden Fall, dass es alles gleich ganz gut funktioniert. Werden wir auch gleich übrigens nochmal in OBS ausprobieren, dort sieht man noch ein bisschen mehr. Zusätzlich gibt es auch noch das Autoframe-Feature und das Ganze ist wirklich auch ein sehr, sehr nice Feature.
Und zwar, wenn ich mich jetzt bewege, dann wird eben halt automatisch das Bild mitbewegt und kann man auf jeden Fall ganz nice benutzen. Vielleicht kommt dazu ja auch noch eine gute Stream-Deck-Integration, dass man das immer zwischendurch während des Zockens einfach anschalten kann. Und beispielsweise, wenn ich mich jetzt ganz viel bewege, dann seht ihr auf jeden Fall, die Kamera geht mit. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und ist eigentlich ganz nice Feature. Wenn ich jetzt allerdings mal mein Performance-Overlay hier rechts anmache, dann seht ihr auf jeden Fall, das nimmt schon ordentlich was weg. Ja, fast 35% GPU-Auslastung und das ist auf jeden Fall schon ordentlich was. Und dementsprechend sollte man das jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, nicht fürs Gaming benutzen. Allerdings, wenn man nebenbei ein bisschen Just Chatting macht, kann man das auf jeden Fall sehr, sehr gut benutzen. Das Ganze will man ja allerdings nicht selbst in der entweder Broadcast-App usen, sondern man will das Ganze natürlich in den meisten Fällen für OBS nutzen können. Wenn man das Ganze jetzt in OBS nutzen will, muss man einmal in die Settings gehen, dann auf Audio klicken, dann einmal hier auf sein Mikrofon klicken und dann kann man dort entweder Broadcast auswählen. Somit kann man dann eben halt die ganzen Stimmeffekte benutzen. Wenn man jetzt die Kamera allerdings nutzen will, muss man eine Video Capture Device erstellen. Dafür muss man einmal hier auf einfach klicken, auf OK klicken. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier drin muss man dann Camera Nvidia Broadcast auswählen und dann sieht man schon, ich bin direkt hier drin ausgewählt. Alles passt eigentlich so. Man muss nichts wirklich weiteres machen, weil es ganz schon durch Nvidia Broadcast realisiert wird. Und jetzt seht ihr auf jeden Fall, bin ich ja schon ganz groß. Ich kann mich jetzt mal hier in mein normales Stream-Overlay sozusagen schieben. Wenn ich mich hier ein bisschen reinkiehe, dann geht das auf jeden Fall. Und dann sieht das eigentlich wieder komplett normal aus. Und so hat man auf jeden Fall wieder deutlich mehr. Man sieht dann eben halt durch meine Stream-Overlay durch und es sieht so eigentlich komplett normal aus. Und ich denke mal, ist auf jeden Fall ganz geil. Natürlich funktioniert das jetzt nicht, wenn ich auf ein großes Overlay mache. Dazu müsste ich das Ganze dann eben halt richtig integrieren. Aber man sieht auf jeden Fall, gerade wenn es jetzt hier in meinem in diesem Overlay drin ist, dann sieht man eigentlich kaum was. Natürlich kann ich jetzt sozusagen über mein Overlay rüber fassen. Das müsste man natürlich anpassen, dass das immer nicht geht. An den Seiten passt es sogar relativ gut auf beiden Seiten und sieht auf jeden Fall eigentlich so ganz geil aus. Wie gesagt, an manchen Stellen, wenn ich beispielsweise hier mit den Händen so manchmal hingehe, dann wird das eben auch ausgekeyt. Aber in den meisten Fällen funktioniert das Ganze eigentlich echt sehr, sehr gut und dementsprechend kann man das, denke ich mal, für viele Sachen auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzen. In allen anderen Software geht das natürlich auch genauso gut. Also wenn ihr beispielsweise irgendwo euer Meeting für Schule oder für Arbeit habt, müsst ihr eben halt immer nicht eure normale Kamera benutzen, sondern eben halt einfach euer Nvidia Broadcast Device nutzen. Und für alles, wo ihr eure Stimmeffekte nutzen wollt, müsst ihr dann auch einfach euer Nvidia Broadcast Mikrofon nutzen können. Und dann funktioniert das Ganze wirklich in so ziemlich jeder Software. Es funktioniert in Streamlabs, OBS genauso gut. Es funktioniert in Discord, in Zoom, in Skype und allem. Dementsprechend hat man auf jeden Fall eine große Auswahl, wo man das überall benutzen kann. Und ich denke mal, ist auf jeden Fall ein ganz geiles Feature. Dort wird es in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr Sachen geben, wie das Ganze verbessert wird. Ich finde es allerdings echt so schon sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gute Entwicklungen noch in den nächsten Jahren sehen. Und wie gesagt, wenn ihr gerade einen zweiten Streaming-PC habt, wo ihr dann beispielsweise eine RTX 3080 drin habt, zum Stream eben halt alleine nur, dann könnt ihr dort eben halt auch locker das Ganze nutzen, weil ihr eben halt einfach die GPU-Auslastung so oder so für nichts anderes braucht. Dementsprechend geht das in solchen Fällen. Fürs reine Gaming, wie gesagt, nicht so praktisch. Das Chatting geht das Ganze schon wieder sehr, sehr gut. Ich hoffe, dort kommen auf jeden Fall noch ein paar Integrations, dass man das beispielsweise per Stream Deck an- und ausschalten kann und so weiter. Ist allerdings noch sehr, sehr neu. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.